Im heutigen Video bespreche ich die Verbuchung von Leasinggeschäften. Beginnen wir mit der Definition. Was versteht man unter Leasinggeschäften? Darunter versteht man die Vermietung von Investitionsgütern wie Maschinen, Gebäuden etc. oder von langlebigen Konsumgütern wie BKW. Warum macht ein Unternehmer Leasinggeschäfte? Weil ihm zum Beispiel die Anschaffung einer Maschine zu teuer ist. Merkmale eines Leasinggeschäfts. Wir haben als Vertragspartner auf der einen Seite den Leasinggeber, meistens eine Leasinggesellschaft, und auf der anderen Seite den Leasingnehmer. Das ist hier der Unternehmer. Der Leasinggeber ist der wirtschaftliche Eigentümer des Objekts oder des Anlagengutes. Das heißt, ihm gehört das und der Leasingnehmer hat das Nutzungs- und Gebrauchsrecht, zum Beispiel des BKWs. Die Dauer von Leasingverträgen ist kürzer als die Nutzungsdauer des Leasinggegenstandes. Und am Ende der Vertragsdauer gibt es zwei Möglichkeiten. Der Leasingnehmer muss das Objekt entweder zurückgeben oder er kann es kaufen. Hinsichtlich der Bezahlung spricht man von Leasingraten. Die Fälligkeit ist monatlich im Voraus oder Nachhinein. Aus was setzt sich eine Leasingrate zusammen? Aus den Anschaffungskosten, Finanzierungskosten und einem Gewinnaufschlag. Die Umsatzsteuer beträgt in der Regel 20%. Hinsichtlich der Gewinnauswirkung ist Folgendes zu sagen: Für den Leasingnehmer stellt es einen Aufwand dar und für den Leasinggeber einen Ertrag. Das werden wir jetzt auch gleich bei den Buchungssätzen sehen. Beginnen wir hier mit den Auswirkungen bzw. mit der Verbuchung hinsichtlich des Leasinggebers. Es sind hier zwei Buchungssätze anzumerken, und bei der Belastung des Leasingnehmers handelt es sich ja um einen Ertrag. Das heißt, wir verbuchen 2360 Forderungen aus Leasinggeschäften an 4000 Erträge aus Leasinggeschäften und wie oben besprochen, die Umsatzsteuer kommt noch dazu. In der Praxis ist es auch so, dass statt dem Konto 2360 Forderungen aus Leasinggeschäften gleich das Kundenkonto verwendet wird. Der Ausgleich des Leasingsbetrags ist ja für uns, wenn wir das vermieten, positiv für das Bankkonto. Das heißt, Bank steht im Soll 2800 Bank an die ausstehenden Forderungen aus Leasinggeschäften. Für den Leasingnehmer stellt der Sachverhalt einen Aufwand dar und Aufwände werden in der Kontenklasse 7 meist verbucht. Das ist auch hier so. Der Buchungssatz lautet hier 7740 Leasingaufwand plus die Vorsteuer und das Ganze wird zum Beispiel an Bank abgeschlossen. Dann haben wir als zweite Möglichkeit die Besonderheit bei dem Leasing eines BKWs. Hier fällt ja die Vorsteuer. Deshalb verbuchen wir hier
7.750 Leasingaufwand, PKW und Kombi an 2.800 Bank. Das war ein kurzer Überblick über die Verbuchung von Leasinggeschäften. Wenn euch das Video weitergeholfen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung sehr freuen. Bis bald zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal.